50er CK gegen den Clan Jemen hier und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr seht, ich bin die ganze Zeit jetzt sitzen geblieben, um hier die Aufnahmen zu machen, weil ich hatte jetzt Sorge, dass wenn die Liga startet, das Event rausgepatcht wird, der Praktikant wieder am Start ist, morgen keine einzige Wiederholung mehr da ist und das wäre ziemlich, ziemlich doof. Also wir haben uns nochmal zum Ende des Jahres zu einem 50er Clankrieg hier im Clan Deutschland Ed getroffen. Warum Clan Deutschland Ed? Ganz einfach, wir wollten das nicht bei den Herausforderern machen, wir wollten das nicht bei Free-to-Play machen, sondern an einem neutralen Ort, weil auch einige von den Zuschauern mit dabei waren, denn wir haben den Clan längst nicht voll bekommen, wie wir so gedacht haben, aber irgendwann hatten wir dann doch die 50 beisammen und sind hier gematcht worden gegen den Clan Jemen. Der Clan Jemen hier, also im Moment heißt es so ein bisschen, dass beim Matchmaking hier in der Liga beziehungsweise in den normalen CKs, es heißt, dass so ein bisschen nach der Winstreak gematcht wurde. Wir haben hier eine Winstreak von 6 im Clan Deutschland, das habe ich auch nicht gewusst. Und der Clan Jemen hat eine Winstreak von 3. Bei etwas viel, viel mehr gewonnenen CWs, aber es zählt, glaube ich, nur die Winstreak. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nein, dann lasst es einfach und dann lassen wir das so stehen, wie es ist. Bei Clan Deutschland Red und beim Clan Herausforderer hat das eigentlich die letzten CKs immer ganz gut gepasst. Wir hatten also immer Gegner, die auch eine Streak hatten, wir auch. Und aber hier mit einer 3er Winstreak und vor allen Dingen konnten wir hier ins Warlock gucken und wir haben hier dann gesehen, oha, die haben hier heftig zugeschlagen im Event. Ja, 150 Sternchen haben die gemacht hier gegen den Clan Ulutürk. Und auch vorher, denke ich, die Tage vorher war auch das schon das Event 148. Da unten war es ein 15er, ein 40er da nur mit 115 Sternen, also richtig gut abgeschnitten. Und ja, gegen uns, muss ich leider mal so sagen, gibt es Packung. 150 Sternchen auf unserer Seite, 97 Angriffe haben wir gemacht und die letzten drei werden wir auch noch machen, obwohl wir wahrscheinlich zwei nicht machen werden. Ich werde wahrscheinlich der letzte Angreifer hier sein, der seinen Angriff noch macht. Ich habe aber auch schon angegriffen, aber ich möchte euch trotzdem eigentlich langweiligen CK zeigen dann, denn sowohl der Gegner als auch wir haben hier fast ausschließlich, man müsste jetzt schon eigentlich die Clankriegs-Angriffe zeigen, die nicht mit Eventtruppen gemacht wurden, denn die sind es auf jeden Fall zeigewert. Alle, die mit Eventtruppen gemacht wurden, die sind nicht mehr so zeigewert. Obwohl, hier gibt es nur so eine Mischung. Also hier hat man nicht die Rumrider genommen, also die Widderreiterin, sondern man hat hier die, die Widderreiter mit reingenommen. Und es wundert mich eigentlich, denn die Nummer 1, es wundert mich gerade, dass Proxy eigentlich auf der Nummer 1 ist, wahrscheinlich nur, weil er weniger Zeit gebraucht hat als Sparkling, denn Sparkling hat eigentlich zuerst die 1 gemacht, so wie, soweit ich mich erinnern kann, mit einem Queen Charge mit Event-Truppen und Widderreitern. Und aber es ging wahrscheinlich auch so hier in diese Ringbase rein. Also beim Clan Jemen waren, muss ich ehrlich sagen, die waren oben etwas besser als wir. Wir waren unten viel besser aufgestellt mit vielen 13ern, 14ern, 15ern und die waren halt im 16er Bereich eigentlich viel, viel besser aufgestellt. Aber warum? Weil die Bases auch sehr schwach waren. Ja, viel Low-Def da drin, die Helden kaum gelevelt. Was heißt kaum gelevelt? Also sie waren schon gelevelt, aber halt eher wenig. Und dementsprechend einfach, ja, ich will nicht, wir hatten es nicht ganz einfach, aber wir haben so unendlich viele Angriffe über gehabt, oder haben so unendlich viele Angriffe hier jetzt quasi nur noch zum Loten gehabt, ist natürlich auch super, ja, man braucht ja nur einen Stern, wenn jetzt nichts mehr zu holen ist, um sich den maximalen Bonus hier von 1059 Erzen abzuholen und noch die anderen Erze. Ja, ich zähle immer nur das erste, also es gab 1059 für den ersten, glaube ich, 1057 für den zweiten und 1051 noch für den dritten oder sowas, aber es war wirklich unheimlich, unheimlich stark, was wir hier von uns gegeben haben. Teilweise konnten wir dann natürlich auch schon dippen, aber ihr seht, wir sind immer noch im 16er Bereich. Wir waren selber 21 16er, dann 15er, 14 bis runter auf 13, 12 sogar. Wir haben am Ende sogar 12er noch mitgenommen und aber auch hier nicht ganz mit Eventtruppen, sondern nur so halb, also mit den Superbogenschützen, 6 Stück. Eigentlich müsste ich nur die Angriffe aufnehmen, wo auch noch normale Truppen noch genommen wurden. Oder halt, ich nenne es mal so, normale Supertruppen. Alles andere ist hier einfach, ja, ich will nicht sagen zu
OP, aber es sah immer ultra einfach aus und die Truppen hier gingen durch wie durchgeschnitten Brot, beziehungsweise auch Lock-Launcher oder mit welcher Kampfmaschine auch immer. Der Gegner hat es auch ein bisschen einfacher gemacht, denn mit einer E-Titanin und einer Hexe in der Clanburg, da kannst du auch nicht so ultra viel reißen, finde ich. Ja, also ich finde die Clanburg vom Gegner suboptimal gewählt. Ich meine, klar, die E-Titanin kannst du natürlich super einsetzen, was weiß ich, Lalo oder wenn, obwohl noch nicht mal beim Queen Charge, die macht ja auch nicht so ultra viel Schaden. Die hat zwar ein paar Trefferpunkte, ja, aber so wirklich, glaube ich, und die hatten das ausschließlich hier drin. Man konnte sich also schon nach den ersten 10 Angriffen drauf einstellen, okay, da kommt gleich wieder eine Hexe und eine E-Titanin raus. Manche, auch ich, haben den Gift gar nicht mehr genommen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde euch auch meinen ersten Angriff zeigen. Den zweiten habe ich noch offen, aber wie gesagt, ich wollte hier extra im Clan drin bleiben, damit ich noch ein paar Wiederholungen von euch mitbekomme. Und Dankeschön in jedem Fall an die Leute, die hier dran teilgenommen haben, die hier noch aufgefüllt haben, die hier gekämpft haben bis zum letzten. Und ja, danke an mich, dass ich hier bis zum Schluss bleiben muss. Aber ich muss jetzt gleich auch wechseln. Ich muss gleich auch in den Clan Herausforderer wieder wechseln, weil wir dort auch denn morgen früh Liga starten. Ich muss auch noch Clan-Startangriffe machen, aber so sah es hier aus. Und auch meine Wenigkeit, ich habe auch mal wieder vergessen, Trank zu nehmen, ne? Ich vergesse immer wieder auch gerne mal einen Trank zu nehmen. Ich glaube, ich habe gegen die Nummer 8 angegriffen, war das? Ja, ich habe als erstes die 8 angegriffen. Also das ist meine Attacke hier auch gegen den 16er. Und exakte Truppe hier wie alle. Ich hätte fast gesagt, wie Izokopie. Und also immerhin konnte ich mich daran erinnern, dass ich ab und zu mal ein bisschen etwas eher reinfroste hier gegen den Scattershot. Unten dann bekommen, aber ihr seht das hier, das ist immer noch eine 1er Widerreiterin, also ich habe wieder vergessen, Trank zu nehmen. Ich wollte eigentlich, um ganz sicher zu gehen, dass ich dieses Match hier gewinne, eigentlich die Widerreiterin mit einem Trank gepusht haben, also einen Truppentrank genommen haben, nur irgendwie brauchte man es gar nicht. Man brauchte das nicht, Leute. Denn die sind so bockstark auch wenn sie alleine hier durchgehen. Ich meine, viele nutzen die ja auch alleine in den Clankriegen. Da gehen die auch wie geschnitten Brot durch. Du brauchst einfach nur ein paar Helden hinterher. Vielleicht noch, was weiß ich, eine Hexe oder so, wenn du jetzt nur Single Infernus hast. Oder du nimmst einfach einen Packer mit. Okay, ein Packer nimmt auch 25 Platz. 25 Platz ein ist natürlich auch ziemlich viel. Aber dennoch habe ich hier schon gewusst, ihr seht, ich habe den Royal Champion noch nicht mal rausgespielt. Weil mit dem kann man echt lange warten. Großer König hier, ja, großer König noch nicht mal in der Warden-Aura, denn da gibt es ja immer noch so einen kleinen Bug, das heißt, wenn erst der Wächter gezündet wird und dann der König in der Warden-Aura noch ist und, also erst wird der Wächter gezündet, dann ist der König in der Aura und dann wird der König gezündet, dann ist ja so ein bisschen so Richtung Unsterblichkeit und latscht durch das ganze Dorf durch, ja, er ist nicht ganz unsterblich, aber er ist schon ziemlich lange unverwundbar, sehr lange sogar. Ihr seht das hier, der tankt einfach alles weg, ne? Alles, was an der Seite ist, fängt der Dicke hier auf und nur die Eventtruppen haben natürlich noch einiges dann damit mit reingespielt hier. Die Widerreiterin, 3 Stück noch gegen den Multi, auch kein Thema hier und spät gespielt, glaube ich, mein Royal Champion. Der konnte jetzt noch so ein bisschen abräumen, ja, mit dem YOLO, also ich nenne den YOLO immer so, mit dem Fuchs. Und ganz easy peasy hier, 10 Sekunden, also auch niemals ein Zeitproblem gegeben hier. Der YOLO macht jetzt sogar noch das Lager, also es war ein bisschen einfach, aber es war immerhin 50er CK und den spielen wir hier viel zu selten, aber ich habe ja gestern schon gesagt, wir wollen eigentlich mal so ein bisschen Richtung, okay, das ist Avatar, Ramses. Wir wollen so ein bisschen reingehen in Richtung, wir machen so alle 2 Monate so ein cooles Event hier mit 50er. Wir rufen einfach auf, Leute, Clankrieg 50er im Clan Deutschland Ad, vielleicht sogar einmal im Monat. Denn einmal im Monat würde sich super anbieten, wenigstens einen Clankrieg, wenn nicht sogar 2 Clankriege hier Full House zu spielen. Das wird sich super anbieten, wenn die Liga läuft. Denn in der Liga kann man natürlich super noch zusätzliche Medaillen machen. Das heißt, wir können Liga spielen im Heimatclan und können CW spielen hier im Clan Deutschland Ad. Da machen wir einfach immer die Hütte voll. 50er und abfahren. Hm? Ich muss gerade was trinken, oder? Weil
Ich habe jetzt 3 Videos am Stück geschnabbelt und irgendwann ist dann auch vorbei mit Stimme. Denn ich gehe jetzt gleich noch in den Livestream rein. Wir haben 21.38 Uhr am 31.12. Ich weiß, ihr seht jetzt alles erst im neuen Jahr, aber es wäre sicherlich weg gewesen. Ich bin mal wirklich gespannt morgen früh, wenn das Jahr endet hier in Clash of Clans und das neue Jahr beginnt, ob wir dann noch Wiederholungen gehabt hätten oder nicht. Aber ich glaube eher mal nicht. Und deswegen habe ich ein bisschen eher aufgenommen. Ich habe immer noch leichte Probleme hier mit diesem Mikrofon. Ja, dieses Mikrofon hier nervt mich ein bisschen ab. Ich weiß, es halt so ein bisschen, weil der Raum groß ist. Er ist nicht so toll gedämmt. Da arbeiten wir aber dran. Und aber dennoch habe ich festgestellt, dass man zum Beispiel mein Atmen nicht hört. Ja, also wenn ich jetzt so mache, dann irgendwann gibt das Mikro auf. Das ist sicherlich irgendwo ein Schwellenwert im Mikro, den ich dann noch setzen muss. Aber ich finde das schon noch raus, glaub mal. Ich finde das schon noch raus. Ansonsten steppe ich hier irgendwann mal ein anderes Mikro mit an. Dann ist mir das auch egal. Okay, wir gehen hier mal auf die Nummer 50, denn wir haben immerhin 100er gespielt. Der dauert denn auch, bis man den aufnimmt? Ah ne, 50 sind es ja nur, nicht 100. Wo waren wir jetzt gerade drauf? Weiß ich gar nicht. 40, Nick. Nehmen wir mit rein hier. Ich könnte euch jetzt alle Angriffe zeigen, allerdings wird das Video dann echt gesprengt werden. 40 auf 40, also absolut hier die Rathäuser entgegen. Ich habe auch mit 13ern hier 14er gedreiert, weil die waren nicht gut, die Dörfer, Leute. Die waren nicht gut. Das war auch teilweise ein Rathaus 14 schräger 3. Das heißt, in der dritten Ausbaustufe, glaube ich, habe ich mit Beckenscheriff gemacht. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, weil der Rest halt nicht so gut war. Ja, viele ungelevelte oder wenig gelevelte Bogenschützentürme. Sondern oftmals wurde nur die Key-Dev, so will ich sie mal nennen, gelevelt. Also Scattershot, Adlerartillerie und Inferno-Türme, alles andere nicht so wirklich. Und einiges war dann einfach ein bisschen zu einfach. Er nimmt hier eine Blimp mit drin. Okay, Event mit Blimp habe ich noch nicht gesehen, aber es sind halt 8 verschwendete Loons, weil kein einziger Loon überlebt. Und 8 Loons nur fürs Rathaus, das heißt also 40, 50 Truppenplatz nur dafür zu nehmen. Okay, kann man natürlich machen für den, ich nenne es mal so, für den wirklich sicheren Sieg. Aber ihr seht hier selber, da ist auch immer noch viel auf. Ne? Vor allen Dingen hier hinten die Zergen hier. 3 Stück, ihr wisst schon, einer von denen macht einfach mal 10.000 Schaden. Da überlebt kein King. Und der King muss ja auch noch schlagen. Also selbst ein Max King hat etwas über 11.400 Trefferpunkte oder so und die machen 10.000 Schaden in dem Level. Das heißt, wenn die einmal ausholen, dann ist der King schon fast tot. Dann schlägt der King einmal zu mit 600-700 Schaden und dann dreht er sich nochmal der Keks und dann war es das. Dann war es das Geschichte. Wir nehmen den Totmoses hier noch mit rein. Einige waren hier mit mehreren Accounts, das seht ihr jetzt gerade. Totmoses ist auch gleichzeitig Chepos, ist auch gleichzeitig das. Also richtig krank. Aber es hat mir auch Laune gemacht hier. Ich habe ja auch gestreamt. 2-mal. Ich meine, den 2. Tag habe ich jetzt nicht mehr wirklich gestreamt. Wir haben dann morgens einfach den Rest zugemacht. So muss man sagen, weil irgendwo hatte natürlich auch jeder einen 31.12. und vielleicht nicht mehr so Bock, den ganzen Tag drauf zu warten, dass der Vordermann endlich angreift. Sondern da hat man hier einfach angegriffen und jetzt wird halt oben nur noch gelotet. Bei der 2 und bei der 1 einfach nur 50% machen. Viel abgreifen hier. Ist absolut recht, im normalen CK, wenn Sterne fehlen, sollte man das nicht machen. Aber hier in dem Event, wo wir sowieso jetzt mit einem Perfect War das Jahr quasi beendet haben, ist das natürlich umso schöner und umso mehr ist natürlich jetzt die Freude auf die nächste Liga. Okay, wir müssen uns wieder umstellen. In der nächsten Liga haben wir die Event-Truppen nicht, aber einige Truppenkonstellationen, vor allen Dingen einer meiner Lieblings Angriffsstrategien, nämlich Queen Charge Hybrid, sind richtig, richtig stark geworden, vor allen Dingen mit dem starken König, der nochmal ziemlich viel reißen kann in gewissen Bases. Ich kann mir auch vorstellen, dass man, auch wenn er noch nicht so gut erscheint, dass man den King, wenn er dann groß wird und unverwundbar, dass man da den Erdbebenschuh auch ein bisschen levelt, weil dann kann der durch Mauern gehen. Du brauchst keine Mauerbrecher, das heißt, du sparst dir Mauerbrecher, du sparst dir einen Widder, beziehungsweise hier die Kriegerin, die ja auch Mauern gut aufmachen kann.
Ja, oder du nimmst halt davor eine mit. Man muss dann, ich denke mal, jetzt im Endlevel-Bereich wird das auch immer eine Rechnerei sein. Wie viele Truppen habe ich? Wie viele Truppen kann ich einsetzen? Wie komme ich minimal mit minimaler Gewalt, sage ich mal, oder Truppeneinsetzung in gewisse Bases? Und da finde ich diesen Erdbebenschuh schon gar nicht mal so schlecht. Wenn man den ordentlich levelt, denke ich mal, ist das ein cooler Mauerbrecher. Und wenn der King dann auch noch groß ist und richtig Schaden austeilen kann, dann sind das bestimmt so 4, 6, 8% mit dem, was er dann noch auf sich zieht, die man da rausholen kann. Und das ist nicht gerade unwenig. Hier unten im Bereich hatten die ja noch einen 9er, okay. Und danach ging es allerdings dann hier in den 12er Bereich schon rein. Also da haben sie dann 3 oder 2 Angriffe weniger gehabt. Der 9er hat sich ein bisschen was weggesnackt. Ja, letztendlich glaube ich, dass wir diesen Klankrieg gewinnen. Da müsste jetzt schon was ganz, ganz Schlimmes passieren. Wenn das passiert, Leute, dann halte ich auch auf dem Laufenden. Ne? Aber wir haben gestern Abend schon gesehen, die haben gut reingehauen hier. Also der Clan Jem hat wirklich cool abgeliefert. Auch natürlich mit Event, das haben wir erwartet. Ja, das haben wir absolut erwartet. Und das haben sie auch gut gemacht, muss man sagen. Aber sie haben halt viele 16er Angriffe in den unteren, wirklich unteren Bereichen verschwendet. Hätten das, glaube ich, auch mit der Meute effektiver machen können. Einige Accounts sind, glaube ich, offline bei denen, was jetzt nicht so schlimm ist, wenn das natürlich cool kompensiert wird. Aber wenn halt ein 16er, ich sag mal, ein 13er und ein 14er nur macht und du hast oben keine 16er Angriffe mehr, wo du unsere 16er dann schaffst, weil irgendwann wurde natürlich auch gefailt. Ja, es waren natürlich nicht alles, nicht jeder Angriff, Leute, war hier gleich ein 3-Sterner. Ja, also es gab dann auch die 1-Sterner, 2-Sterner, obwohl 1-Sterner gab es nicht wirklich viele, aber halt ein paar unglückliche 2-Sterner, 96%, 99% kann ich mich erinnern von Conan, den Barbaren. Sehr ärgerlich, klar ärgert man sich da, weißt du, die ganze Welt holt 3 Sterne, nur du nicht. Ich habe gestern Abend dann auch, oder heute Nacht auch gezittert, habe auch gedacht, okay, Toto, wenn du jetzt angreifst und machst und loost sie wieder nur mit einem Stern ab, das kannst du deinem Clan ja auch nicht antun. Aber es hat ja funktioniert. Es hat ja funktioniert. Vielleicht war ich natürlich auch nur trainiert durch dieses viele Clashen. Ihr erinnert euch an die Folge von vorher. Durch dieses viele Clashen mit den Event-Truppen, weil ich ja da auch schon wusste, so setzt du die, so gehen die gut durch, so kannst du gut funneln. Und dann schmeißt du einfach zack, zack, zack die Schneebälle irgendwo hin und kannst so ganz straight durch die Base gehen. Ja, aber immerhin ist diese Folge auch schon wieder fast 20 Minuten geworden. Also ich hätte euch noch viel, viel mehr zeigen können. Nochmals vielen, vielen lieben Dank an die, die hier 3 und 3 genommen haben. Und ich hoffe, das können wir wiederholen. Wie gesagt, mein Vorschlag wäre eigentlich tatsächlich, wir spielen in der CWL-Woche mindestens 1 oder 2 Clankriege. Auch hier, lass es 50er sein, Leute. Es gibt Erze. Ja, lass es ruhig 50er sein. Es gibt Erze. Und wenn es Verliererärze sind, sind es halt Verliererärze, was ich auch nicht wirklich glaube. Denn wir sind hier schon eine ziemlich gute Truppe, wenn es darum geht, Herausforderungen Free-to-Play so ein bisschen zu kreuzen. Dann haben wir eigentlich schon eine echt gesunde Mischung an Rathausstufen und auch an, ich sag mal, Know-how-Stufen oder halt an Können, wer Clash of Clans denn kann. Was ihr machen könnt, Leute, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen für dieses nette Video und ihr seht das, ich habe nicht übertrieben, ja, die letzten Angriffe sind nur noch, wirklich nur noch Farmangriffe hier auf Nummer, meistens auf Nummer 2, Nummer 1, Nummer 3, weil die sind einfach zu einfach mit einer Blimp zu erreichen jetzt oder nicht nur jetzt, sondern vorher auch. Nur, man will ja jetzt nur den maximalen Lot haben hier. Deswegen kann ich das schon verstehen. Also, ich wechsle jetzt gleich auch in den Clan Herausforderer wieder rüber. Und was habe ich eben gesagt? Wenn ihr was machen wollt, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ein Like, ein Abo und was auch immer. Das wisst ihr schon. Aber was mich noch viel, viel mehr freuen würde, wenn ihr in meinen Livestreams erscheint. Also, nach wie vor im Plan. Montags, Mittwochs, Freitags. Wenn das nicht passt, verschieben sich die Tage. Da müsst ihr dann aufpassen. Am besten bei mir im Discord sein. Da kündige ich das immer an. Und damit wünsche ich euch einen schönen Resttag. Bleibt gesund, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten 50er. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.